So, so stoßen wir alle auf Mamas Geburtstag an. Hoch sollst du leben, meine Lieben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, mein Schatz, meine Süße. Du, ich danke hast du dir auch die Gebrauchsanweisung gut durchgelesen? Warum? Na, nicht, dass die Dinge nur für draußen gedacht sind. Mach das Licht aus. Jo, la, la, la. Achtung. Ha. Und? Oh, ist das schön. Ha. Zum Angriff vor! Scheiße, ich habe extra noch mein Zimmer aufgeräumt! Oh Mann, das ist ein Michael Jackson-Poster! Ach Kinder, jetzt hört doch auf! Hauptsache, wir sind alle gesund! Mist, wir kriegen Besuch! Na, dann weiß ich ja morgen die ganze Stadt! Das ist ja furchtbar! Einfach entsetzlich! Einfach grauenvoll! Ja, ist ja gut! Das Haus war sowieso zu klein! Aber deshalb muss man so nicht gleich in die Luft jagen. Der Schlauch platzt gleich. Zweiter Schlauch! Tempo! Das hätte man auch mit Umziehen versuchen können. Aufwachen! Es gibt Frühstück! Sie scheinen ja nicht mal mehr einen Wecker zu haben. Wozu auch? Jetzt haben sie ja dich. Also jetzt habt ihr endlich mal eine Top-Entschuldigung und wollt in die Schule gehen. Na gerade heute, Mama. Wir haben noch super Zeug zu erzählen. Wir sind total in. Genau, Mama. Mitarbeiten können wir doch sowieso nicht richtig. Unsere Sachen sind doch verbrannt. Mann, das wird so geil. Wollt ihr nicht erst frühstücken? Nee, Frau Waftschneck, lieber waschen. Alfred, die Schlüssel. Schlüssel? Schlüssel. Schlüssel. Dritte Tür links ist das Bad, Kinder. Danke. Hättest du gedacht, dass die olle Gundula so nett sein kann? Mensch, Milli, die kann ich doch hören. Selbstgebacken kommt billiger als gekauft. Das glaube ich. Ich esse Cornflakes. Also Frau Waftschinek, ich finde das so nett, dass Sie sich so rührend um uns kümmern. Aber ich bitte Sie, man brennt ja schließlich nicht jeden Tag ab. Oh, wenn man fleißig übt. Einen Moment. Ja, was hier. Augenblick. Frau Trümpe-Portella. Ein Unglück kommt selten allein. Ach, Frau Trümpe-Portella, ja. Ach, es tut mir ja so leid, dass ich Ihnen die neue Krimi-Folge nicht liefern kann. Ja, wir sind abgebrannt. Ja, aber ich kann... Nein, das ist keine Ausrede. Frau Trümpe-Portella, hallo? Frau Trümpe-Portella... Aufgelegt. Ehrlich, Mama, eine riesen Wohnung, genau wie wir sie brauchen. Und Kosten tut sie auch nicht. Das gibt es doch nicht. Doch, Mama, wirklich. Und da wohnen nur total nette Leute. Und woher kennt ihr die Leute? Na, aus der Disco und so. Was sagt der Verwalter dazu? Gibt's nicht. Was, kein Verwalter? Nee. Kein Vermieter? Nee, wozu denn? Die verwalten sich selbst. Wirst schon sehen, komm. Los, los, das Klo ist schon wieder besetzt. Hi, Caro. Hi, Milli. Beeilung, ich muss mal. Hi, ich bin Lumpi und wer bist du? Ich bin Mama, Victoria. Hi, Vicky. Na, ihr wollt doch bestimmt einen Becher Gemüsebrühe, oder? In der WG ist keiner Fleisch, Mama. Wie WG? Im Moment sind wir nur 10 Mann. Deshalb ist hier noch eine Menge Platz. Na, wenn ihr wollt, könnt ihr gleich heute einziehen. Tatsächlich? Küche und Klo teilen wir uns. Und da ist der Tagesplan. 9 bis 12 Uhr gemeinsames Frühstück. Das dauert aber lange. Ja, wir diskutieren beim Frühstück. Das dauert. 14 bis 16 Uhr Mittagessen. Da diskutieren wir auch. Und anschließend gehen wir alle zusammen zu einer Demo. Oder was gerade anliegt. Alles? Wie, alle zusammen? Ja. Ruhe! Wir machen alles zusammen. Ja, also alles außer Pinkel natürlich. Augenblick mal, das meint ihr doch wohl nicht im Ernst mit dieser Wohngemeinschaft. Ja, aber Mama, wieso denn nicht? Das ist doch cool. Wir können eine Streetball-Mannschaft gründen. Du mit deinem blöden Streetball. Ich weiß was viel Besseres, was man mit den Jungs machen könnte. Also schnappt euch sofort aus dem Kopf. Für eine Wohngemeinschaft sind Henry und ich zu alt. Na, und wir? Zu jung. Hey, es ist wieder soweit. Die Rücken auf die Pelle. Hey, die Bullen. Wo sind die Tomaten? Hier los, ist das Haus etwa? Besetzt, na Logo.
Die wollen das Haus so lange leer stehen lassen, bis es verkommt. Dann reißen sie es ab und klotzen hier im Büroturm hin. Bringt doch mehr Kohle als ein paar Mieter, die dringend eine Wohnung brauchen. Verstehst du das, Mama? Ja, ich bin zwar abgebrannt, aber nicht blöd. Wer will eine Wasserbombe? Leiter, General, Oberwachtmeister. Hauptwachtmeister. Naja, wie Sie meinen, aber Sie müssen mich doch verstehen. Wir sind abgebrannt und ich suche verzweifelt ein Dach in meinem Kopf für meinen alten Schwiegervater und meine armen, unglücklichen Kinder. Gut und schön, Frau Voss. Aber Sie können doch nicht einfach ein Haus besetzen. Das wollte ich doch auch nicht, aber diese netten, jungen Leute. Nett? Die führen uns schon seit Monaten an der Nase herum. Wir haben nichts als Ärger mit denen. Ich bitte Sie, Frau Voss, was Sie brauchen, ist eine anständige Wohnung auf anständige Weise. Vielleicht kann ich Ihnen sogar helfen. Sollen wir bei Ihnen wohnen? Großer Gott, bitte nicht. Ich gebe Ihnen mal hier die Adresse von meinem Bruder Max Emanuel. Ist er vom Wohnungsamt? Max Emanuel ist Makler, wenn Sie verstehen. Makler? Das sind doch die Kerle, die einen übers Ohr hauen und hinterher viel Geld verdienen. Aber nicht Max Emanuel. Der ist absolut seriös. Er vermittelt Wohnungen, Häuser, Gewerberäume und sowas. Ich bin sicher, Max Emanuel kann Ihnen helfen. Naja, wenn Sie meinen. Kann ich jetzt gehen? Na, hauen Sie ab. Na, was sagt ihr jetzt? Max Emanuel, hier Ralf Thorsten. Du, wenn sich eine Frau Voss bei dir meldet, tu mir einen Gefallen. Vermittle ihr eine Wohnung möglichst weit weg von meinem Revier. Gestatten Max Emanuel Patzer, aber bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Wie ich am Telefon sagte, haben wir auf tragische Weise unser Zuhause verloren. Mein Bruder hat mir davon berichtet. Und nun suchen Sie eine neue Bleibe. Ja, das ist unser Anliegen. Groß und geräumig sollte sie sein. Und zwei Badezimmer muss sie haben. Und einen Balkon. Und vor allem nicht teuer. Also, ich fasse zusammen, groß, komfortabel und möglichst billig. Ja. Tut mir leid, so etwas gibt es nicht. Aber keine Sorge. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Ich darf vorausgehen. Cool, geil. Geil. Bitte. Okay. Schöne große Hände. Oh, Mama, hält euch noch ein Badezimmer. Und ein Klo extra. Tatsächlich? Hast du die Küche gesehen? Alles eingebaut. Ja, toll. Und selbstverständlich nur Markengeräte. Die Arbeitsstrecke der Küche ist nach neuesten Erkenntnissen ergodynamisch eingerichtet. Hä? Donnerwetter. Komm mal ganz schnell her! Wow. So schön hier. Hm? Wundervoll. Im Sommer kann ich hier draußen arbeiten. Und ich kann hier überall Inlays skaten. Und tolle Partys feiern, Millie. Hey, seht mal, Alfred, es ist zu langweilig geworden. Der hat sich losgebissen. Gehört dieses Riesenvieh etwa Ihnen? Ja, Alfred ist unser Hund. Warum? Tut mir leid, aber das Halten von Hunden ist in diesem Wohnpark nicht gestattet. Wie bitte? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also wir ziehen ohne Alfred nirgendwo hin. Da pfeife ich doch auf Ihre ergodynamische Küche, mein Herr. Puh, Wohnpark, viel zu langweilig, alles sauber und geleckt. Und übrigens, der Nobelschuppen hat mir von Anfang an nicht gefallen. Ja. Stadtvilla, 1910 gebaut mit parkähnlichem Garten.
12 Zimmer, Wintergarten, 3 Bäder. Ach, 3 Bäder. 3.400 kalt. Oh, 3.400. Oh. Zu groß. Ein Familienhaus, ein Zimmer, eine Küche, Außentoilette. Zu klein. Und hier der absolute Hit. Eine Wassermühle aus dem frühen 19. Jahrhundert. Fantastisch erhalten. Die Mühle ist ein Geheimtipp. Ich zeige sie nur ganz besonderen Kunden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir verstehen. Alles echt original. Wenn diese Wände sprechen könnten. Dann riefen sie, streicht mich und tapeziert mich, ne? Ja. Ach, wenn man hier mal kräftig mit der Sense rübergeht, dann könnte da ein Kräutergarten hin. Na ja, und da Gemüse. Ach, Henry, lieber Blumen. Natürlich, du kriegst doch deine Blümchen. Ist das nicht schön hier? Ach, schön. Mama, das ist so geil hier. Finde ich auch. Kinder, das nehmen wir. Hier muss nur noch ein bisschen gemacht werden und dann ziehen wir ein. In der Tat, gemacht werden muss einiges. Ach, das schaffen wir schon. Hier ein bisschen Farbe, da ein bisschen Gips. So leicht geht das leider nicht. Die alte Mühle steht unter Denkmalschutz. Was soll das heißen? Das heißt, die Renovierungsmaßnahmen sind genau vorgeschrieben. Oh, oh. Wie viel? Etwa 2,3 Millionen. Scheiße. Na, Milli? Na, Gundi, Frau Wawczynek. Du kannst ruhig Tante Gundla zu mir sagen. Sag mal, Milli, habt ihr denn schon eine neue Wohnung gefunden? Nein, Frau Wawczynek. Wollt ihr hier Dauercamping machen? Klar, wir bestellen uns ein Zirkuszelt, da haben wir mehr Platz. Tatsächlich? Ist das unsere Post? Ja, die wollte ich gerade deiner Mutter bringen. Ich glaube, ich mach das besser. Ist das eine Hitze hier? Wem sagst du, dass eine Sauna ist, ein Kühlschrank dagegen? Warum arbeitest du eigentlich nicht draußen im Schatten? Na, warum wohl? Weil die Wawczynek andauernd neben mir steht und quatscht. Verstehe. Tante Gundula kann einem ganz schön auf den Keks gehen. Tante Gundula. Du, Mama, hier ist ein komischer Brief angekommen von einem Lothar Matthäus. Komisch, ich kenne nur einen Lothar Matthäus. Ein Notar, Schatz. Das ist ein... Wie soll ich dir das sagen? Das ist so eine Art Rechtsanwalt. Mhm. Was will der mich denn überraschen? Och, die alte Frau Kusenbeck ist gestorben. Kenn ich nicht. Die hat mal bei uns gegenüber gewohnt. Aber da warst du noch ganz klein. Ich habe manchmal für sie eingekauft und als sie im Krankenhaus lag, habe ich ihre alte Katze betreut. Das war so eine nette Frau. Und warum kenne ich die nicht? Naja, weil sie auf ihre alten Tage noch mal geheiratet hat. Dann ist sie weggezogen und naja, weiß ja, wie das ist. Und jetzt habe ich gar keinen Kontakt mehr. Schade. Und jetzt ist sie tot. Und ich bin ihre einzige Erbin. Cool, sind wir jetzt reich? Ach, Unsinn. Die alte Frau Kusenbeck, die war doch ganz bescheiden. Die hat ganz bescheiden gelebt. Aber da ist noch ihre alte Katze. Na, die nehmen wir auf jeden Fall. Schnurrt! Ja, und wo ist sie? Ist gar nichts mit der Katze, Milli. Was? Nicht mal eine Katze? Lass mich raten. Du hast ein paar alte Fotos und ein verstimmtes Klavier geerbt. Die gute alte Frau Kusenbeck ruhe in Frieden, auch wenn sie dir nichts vererbt hat. Die gute alte Frau Kusenbeck hat mir ein Haus vererbt. Was hat sie? Sag das bitte nochmal. Wir haben ein Haus geerbt. Es liegt zwar ziemlich weit draußen am Stadtrand, aber... Cool, da kann man bestimmt ganz viele Tiere halten. Ja! Stellt euch nichts Großartiges vor. Vielleicht ist es ja bloß eine Wochenendhütte.
Was? Das ist tatsächlich hier? Das ist aber eine tolle Wochenendhütte. Bist du da ganz sicher? Also ich kann mich daran erinnern, dass Frau Kusenbeck damals gesagt hat, dass sie einen Landwirt geheiratet hat. Das ist ihr Hof. Na? Will er nicht? Sieht ganz so aus, Herr Wawczynek. Und gerade heute, wo ich so viel zu erledigen habe. Ah ja, das ist ja oft so. Wenn Sie wollen, bringe ich das doch in Ordnung. Nein, das können Sie auch. Na ja, Gott, ich gucke einfach mal nach, was so die Zündüse heute macht. Oder beim Getriebe. Stell mal ein bisschen nach. Na ja, bring das Ganze auf Vordermann. Dauert es lange? Oh, nur. Das glaube ich nicht. Vielleicht 35 Minuten, oder? Na ja. Könnte schon 36 werden. Es ist wirklich sehr schön, wenn man einen so handwerklich begabten Nachbarn hat. Das stimmt. Oh, verdammt nochmal, der Rückwärtsgang ist im Eimer. Dieser Wawczynek. Großer Automechaniker. Typisch, Mann. Sagen Sie, können Sie mir mal bitte helfen? Ja, ich muss den Wagen zurückschieben. Ich komm da sonst nicht raus. Das ist sehr nett. Das ist kein Auto, das ist ein Drachen. Typisch Weiber. Ach, was? Dann werden Sie mal nicht ulkig. Auf dem Bürgersteig, Frau Voss. Ach, tatsächlich, das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigen Sie, Herr Hauptwachtmeister. Sehen Sie, ich lerne es allmählich. Kein Wunder, so oft wie wir aufeinander treffen? Ja, nicht? Fast schon Schicksal. Also, Frau Voss, wenn Sie sofort wegfahren, will ich noch mal ein Auge zudrücken. Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Also, setzen Sie zurück. Das geht nicht. Sie müssen nur den Rückwärtsgang einlegen. Er hat keinen. Wollen Sie damit sagen, Sie führen im öffentlichen Verkehr ein Kraftfahrzeug ohne Rückwärtsgang? Ach, so würde ich das nie sagen. Aber es stimmt. Also, Frau Voss, was mache ich bloß mit Ihnen? Ich gebe Ihnen mal hier die Adresse von meinem Bruder, Eddie. Er hat einen Gebrauchtwagenhandel. Ein Ankauf. Sie können mit Ihrer Ente gleich wieder abflattern. Vielleicht will ich ja was kaufen. Das ist natürlich was anderes. Also, wenn ich Sie hier rüber bitten dürfte, gnädige Frau. Sie machen sich mal nicht kaputt mit gnädige Frau. Ich will mich hier nur mal umsehen. Sie sind Frau Voss, stimmt's? Ach, Ihr Bruder hat schon über mich gesprochen. Eine Menge. Ja, man soll nicht alles glauben, was so gesagt wird. Was kostet der denn? Ach, der ist nichts für Sie. Glauben Sie mir. Was Sie brauchen, ist sowas. Den will ich. Der ist nicht Ihr Ernst. Das ist ein Geländewagen. Der ist gerade richtig. Wir ziehen aufs Land. Hast du gehört, Alfred? Die ziehen aufs Land. Aufs Land? Das war so? Da möchte ich auch zu gern hinziehen. Das muss herrlich sein, jeden Tag Sonne. Hautkrebs. Ja, und die schönen grünen Wiesen. Heuschnupfen. Und die Kühe mit ihren Kälbchen. Rinderwahnsinn.
Frau Wawczynek. Auf Wiedersehen. Alles Gute wünsche ich Ihnen auch und vielleicht besuchen Sie mich. Ist es jetzt der Fertig? Oh ja, Gute. Gern. Das ist schon irgendwann. Ganz schön traurig, aber ist auch wieder schön, nicht? Alles Gute. Tschüss. Ja. Also, wirklich. Bleiben Sie schön gesund. Wohl. Du hast ihnen ja wohl nicht unsere Adresse gegeben. Bin doch nicht blöd. Also komisch, irgendwie werden sie mir fehlen. Sei doch froh, dass wir die los sind. Olle Gundula, glaubt immer, Mama mordet wirklich, nicht nur in ihren Krimis. Ist doch ein Kompliment. Du, Alfred? Ja, was ist? Hörst du? Nein. Siehst du? Es ist mucksmäuschenstill. Na und? Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Kein Mädchengeschrei mehr. Kein Hundegebell. Kein Mord mehr. Ja, genau. Na, dann hast du ja endlich deine Ruhe. Ja. Jetzt ist Ruhe. Aber nett, dass du uns hilfst, Lumpi. Ist doch da. Sag mal, könnte Lumpi nicht bei uns schlafen, solange wir hier noch malern? Aber natürlich, wir haben doch genug Platz. Das ist sowieso zu groß für uns. Ich habe dem Makler schon Bescheid gesagt, dass er für uns vermieten soll. Wenn man vom Teufel spricht. Tag, Frau Voss. Na, schon eingerichtet? Ja, wir sind gerade dabei. Gute Nachrichten. Ich hätte da ein älteres Ehepaar, das gern hier einziehen würde. Und sind Sie nett? Nett, ja, wie ältere Ehepaare so sind. Und was besonders günstig ist, der Mann ist handwerklich begabt. Sagt er, hören Sie mir eigentlich zu, Frau Voss? Bitte? Machen Sie doch alles klar. Hab ich schon. Sie müssen nur noch hier unterschreiben. Ah, Mama, komm mal schnell, kann auch Knutsch in der Scheune. Was? Ja! Also, Caro, das finde ich unmöglich. Was, das Knutschen? Quatsch, dass du Lumpi von der Arbeit abhältst. Ich bin schon total gespannt auf die neuen Nachbarn. Na, und ich erst. Was meinst du, sollen wir eine Flasche Sekt aufmachen? Wart's doch erst mal ab, wie die sind. Also schlimmer als Wawczynek können die nicht sein. Sie kommen! Das ist ja nur Besuch. Die haben uns gerade noch gefehlt. Ausgerechnet jetzt. Oh, das ist eine ganz reizende Idee. Aber wir waren auf Ihren Besuch gar nicht vorbereitet. Was heißt hier Besuch? Wir sind die neuen Mieter. Ja. Frau Kusenbeck, die war doch ganz bescheiden. Die hat ganz bescheiden gelebt. Aber da ist noch ihre alte Katze. Na, die nehmen wir auf jeden Fall. Schlot! Ja, und wo ist sie? Ist gar nichts mit der Katze, Millie. Was? Nicht mal eine Katze? Lass mich raten. Du hast ein paar alte Fotos und ein verstimmtes Klavier geerbt.
die gute alte Frau Kusenbeck ruhe in Frieden, auch wenn sie dir nichts vererbt hat. Die gute alte Frau Kusenbeck hat mir ein Haus vererbt. Was hat sie? Sag das bitte nochmal. Wir haben ein Haus geerbt. Es liegt zwar ziemlich weit draußen am Stadtrand, aber... Cool, da kann man bestimmt ganz viele Tiere halten. Ja! Also, stellt euch nichts Großartiges vor. Vielleicht ist es ja bloß eine Wochenendhütte. Hier ist es? Das ist tatsächlich hier? Das ist aber eine tolle Wochenendhütte. Bist du da ganz sicher? Also ich kann mich daran erinnern, dass Frau Kusenbeck damals gesagt hat, dass sie einen Landwirt geheiratet hat. Das ist ihr Hof. Na? Will er nicht? Sieht ganz so aus, Herr Wawczynek. Und gerade heute, wo ich so viel zu erledigen habe. Ah ja. Das ist ja oft so. Wenn Sie wollen, bringe ich das doch in Ordnung. Nein, das können Sie auch. Na ja, Gott, ich gucke einfach mal nach, was so die Zündüse heute macht. Oder beim Getriebe. Stell mal ein bisschen nach. Na ja, bring das Ganze auf Vordermann. Dauert es lange? Oh, nur. Das glaube ich nicht. Vielleicht 35 Minuten, oder? Naja, können schon 36 werden. Es ist wirklich sehr schön, wenn man einen so handwerklich begabten Nachbarn hat. Das stimmt. Oh, verdammt nochmal, der Rückwärtsgang ist im Eimer. Dieser Wawczynek. Großer Automechaniker. Typisch, Mann. Sagen Sie, können Sie mir mal bitte helfen? Ja, ich muss den Wagen zurück. Das glaube ich nicht. Vielleicht 35 Minuten, oder? Naja, können schon 36 werden. Es ist wirklich sehr schön, wenn man einen so handwerklich begabten Nachbarn hat. Das stimmt. Dieser Wawczynek. Dieser Wawczynek, großer Automechaniker. Typisch, Mann. Sagen Sie, können Sie mir mal bitte helfen? Ja, ich muss den Wagen zurückschieben. Komm da sonst nicht raus, das ist sehr nett. Das ist kein Auto, das ist ein Drachen. Typisch Weiber. Ach, was? Dann werden Sie mal nicht ulkig. Parken auf dem Bürgersteig, Frau Voss. Ach, tatsächlich, das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigen Sie, Herr Wacht, Herr Hauptwachtmeister. Sehen Sie, ich lerne es allmählich. Kein Wunder, so oft wie wir aufeinander treffen. Ja, nicht? Fast schon Schicksal. Also, Frau Voss, wenn Sie sofort wegfahren, will ich noch mal ein Auge zudrücken. Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Also, setzen Sie zurück. Das geht nicht. Sie müssen nur den Rückwärtsgang einlegen. Er hat keinen. Wollen Sie damit sagen, Sie führen im öffentlichen Verkehr ein Kraftfahrzeug ohne Rückwärtsgang? Ach, so würde ich das nie sagen. Aber es stimmt. Also, Frau Voss, was mache ich bloß mit Ihnen? Ich gebe Ihnen mal hier die Adresse von meinem Bruder, Eddie. Er hat einen Gebrauchtwagenhandel.
einen Ankauf. Sie können mit Ihrer Ente gleich wieder abflattern. Vielleicht will ich ja was kaufen. Das ist natürlich was anderes. Also, wenn ich Sie hier rüber bitten dürfte, gnädige Frau. Die machen sich mal nicht kaputt mit gnädige Frau. Ich will mich... Du hast ihnen ja wohl nicht unsere Adresse gegeben. Bin doch nicht blöd. Also komisch, irgendwie werden sie mir fehlen. Sei doch froh, dass wir die los sind. Olle Gundula, glaubt immer, Mama mordet wirklich, nicht nur in ihren Krimis. Ist doch ein Kompliment. Du, Alfred? Ja, was ist? Hörst du? Nein. Siehst du? Es ist mucksmäuschenstill. Na und? Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Kein Mädchengeschrei mehr. Kein Hundegebell. Kein Mord mehr. Ja, genau. Na, dann hast du ja endlich deine Ruhe. Ja. Jetzt ist Ruhe. Aber nett, dass du uns hilfst, Lumpi. Ist doch da. Sag mal, könnte Lumpi nicht bei uns schlafen, solange wir hier noch malern? Aber natürlich, wir haben doch genug Platz. Das ist sowieso zu groß für uns. Ich habe dem Makler schon Bescheid gesagt, dass er für uns vermieten soll. Wenn man vom Teufel spricht. Tag, Frau Voss. Na, schon eingerichtet? Ja, ja, wir sind gerade dabei. Gute Nachrichten. Ich hätte da ein älteres Ehepaar, das gern hier einziehen würde. Und sind Sie nett? Nett, ja, wie ältere Ehepaare so sind. Und was besonders günstig ist, der Mann ist handwerklich begabt. Sagt er, hören Sie mir eigentlich zu, Frau Voss? Bitte? Ja, machen Sie doch alles klar. Hab ich schon. Sie müssen nur noch hier unterschreiben. Ah, Mama, komm mal schnell, auch Knutsch in der Scheune. Was? Ja! Also, Caro, das finde ich unmöglich. Was, das Knutschen? Quatsch, dass du Lumpi von der Arbeit abhältst. Ich bin schon total gespannt auf die neuen Nachbarn. Na, und ich erst. Was meinst du, sollen wir eine Flasche Sekt aufmachen? Du wartest doch erst mal ab, wie die sind. Also schlimmer als Wafchineks können die nicht sein. Die führen uns schon seit Monaten an der Nase herum. Wir haben nichts als Ärger mit denen. Ich bitte Sie, Frau Voss, was Sie brauchen, ist eine anständige Wohnung auf anständige Weise. Vielleicht kann ich Ihnen sogar helfen. Sollen wir bei Ihnen wohnen? Großer Gott, bitte nicht. Ich gebe Ihnen mal hier die Adresse von meinem Bruder Max Emanuel. Ist er vom Wohnungsamt? Max Emanuel ist Makler, wenn Sie verstehen. Makler? Das sind doch die Kerle, die einen übers Ohr hauen und hinterher viel Geld verdienen. Aber nicht Max Emanuel. Der ist absolut seriös. Er vermittelt Wohnungen, Häuser, Gewerberäume und sowas. Ich bin sicher, Max Emanuel kann Ihnen helfen. Naja, wenn Sie meinen... Kann ich jetzt gehen? Na, hauen Sie ab. Na, was sagt ihr? Max Emanuel, hier Ralf Thorsten. Du, wenn sich eine Frau Voss bei dir meldet, tu mir einen Gefallen. Vermittle ihr eine Wohnung möglichst weit weg von meinem Revier. Gestatten, Max Emanuel Patzer, aber bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Wie ich am Telefon sagte, haben wir auf tragische Weise unser Zuhause verloren. Mein Bruder hat mir davon berichtet. Und nun suchen Sie eine neue Bleibe.
Ja, das ist unser Anliegen. Groß und geräumig sollte sie sein. Und zwei Badezimmer muss sie haben. Und einen Balkon. Und vor allem nicht teuer. Also, ich fasse zusammen, groß, komfortabel und möglichst billig. Ja. Tut mir leid, so etwas gibt es nicht. Aber keine Sorge. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Ich darf vorausgehen. Cool, eine ganze Fahrstuhl. Geil. Bitte. Okay. Schöne große Hände. Oh, Mama, Henry, noch ein Badezimmer. Und ein Klo extra. Tatsächlich? Hast du die Küche gesehen? Alles eingebaut. Ja, toll. Und selbstverständlich nur Markengeräte. Die Arbeitsstrecke der Küche ist nach neuesten Erkenntnissen ergodynamisch eingerichtet. Hä? Donnerwetter. Komm mal ganz schnell her! Wow. So schön hier. Hm? Wundervoll. Im Sommer kann ich hier draußen arbeiten. Ich könnte hier überall Inlineskaten. Sachen sind doch verbrannt. Mann, das wird so geil. Wollt ihr nicht erst frühstücken? Nee, Frau Wafschneck, lieber waschen. Alfred, die Schlüssel. Schlüssel? Ah, Schlüssel. Schlüssel. Dritte Tür links ist das Bad, Kinder. Danke. Hättest du gedacht, dass die olle Gundula so nett sein kann? Mensch, Millie, die kann ich doch hören. Selbstgebacken kommt billiger als gekauft. Das glaube ich. Ich esse Cornflakes. Also Frau Wafschinek, ich finde das so nett, dass Sie sich so rührend um uns kümmern. Aber ich bitte Sie, man brennt ja schließlich nicht jeden Tag ab. Oh, wenn man fleißig übt. Einen Moment. Ja, was hier. Augenblick. Frau Trümpe-Portella. Unglück kommt selten allein. Ach, Frau Trümpe-Portella, ja. Ach, es tut mir ja so leid, dass ich Ihnen die neue Krimi-Folge nicht liefern kann. Ja, wir sind abgebrannt. Nein, das ist keine Ausrede. Frau Trümpe-Portella, hallo? Frau Trümpe-Portella? Aufgelegt. Ehrlich, Mama, eine riesen Wohnung, genau wie wir sie brauchen. Und kosten tut sie auch nicht. Das gibt es doch nicht. Doch, Mama, wirklich. Und da wohnen nur total nette Leute. Und woher kennt ihr die Leute? Na, aus der Disco und so. Was sagt der Verwalter dazu? Gibt's nicht. Was, kein Verwalter? Kein nee. Vermieter? Nee, wozu denn? Die verwalten sich selbst. Wirst schon sehen, komm. Los, Schatz, das Klo ist schon wieder besetzt. Hi, Caro. Hi. Muss mal. Hi, ich bin Lumpi. Und wer bist du? Ich bin Mama, Victoria. Hi, Vicky. Na, ihr wollt doch bestimmt einen Becher Gemüsebrühe, oder? In der WG ist keiner Fleisch, Mama. WG. Im Moment sind wir nur 10 Mann. Deshalb ist hier noch eine Menge Platz. Na, wenn ihr wollt, könnt ihr gleich heute einziehen. Tatsächlich? Küche und Klo teilen wir uns. Und da ist der Tagesplan. 9 bis 12 Uhr gemeinsames Frühstück. Das dauert aber lange. Ja, wir diskutieren beim Frühstück. Das dauert. 14 bis 16 Uhr Mittagessen. Da diskutieren wir auch. Und anschließend gehen wir alle zusammen zu einer Demo. Oder was gerade anliegt. Alles? Wie, alle zusammen? Ja. Ruhe! Wir machen alles zusammen. Ja, also alles außer Pinkeln natürlich. Augenblick mal. Das meint ihr doch wohl nicht im Ernst mit dieser Wohngemeinschaft. Ja, aber Mama, wieso denn nicht? Das ist doch cool. Wir können eine Streetball-Mannschaft gründen. Was, du mit deinem blöden Streetball? Ich weiß was viel Besseres, was man mit den Jungs machen könnte. Also schlagt euch sofort aus dem Kopf. Für eine Wohngemeinschaft sind Henry und ich zu alt. Na, und wir? Zu jung. Hey, ist es wieder so weit? Die Rücken auf die Pelle! Hey, die Bullen! Ach, wenn man hier mal kräftig mit der Sense rübergeht, dann könnte da ein Kräutergarten hin. Na ja, und da Gemüse. Ach, Henry, lieber Blumen. Natürlich, du kriegst doch deine Blümchen. Ist das nicht schön hier? Ach, schön. Mama, das ist so geil hier. Bin ich auch. Kinder, das nehmen wir. Hier muss nur noch ein bisschen gemacht werden und dann ziehen wir ein. In der Tat, gemacht werden muss einiges. Ach, das schaffen wir schon. Hier ein bisschen Farbe, da ein bisschen Gips. So leicht geht das leider nicht. Die alte Mühle steht unter Denkmalschutz.
Was soll das heißen? Das heißt, die Renovierungsmaßnahmen sind genau vorgeschrieben. Oh, oh. Wie viel? Etwa 2,3 Millionen. Scheiße. Na, Milli? Na, Gundi? Frau Wawczynek? Du kannst ruhig Tante Gundla zu mir sagen. Sag mal, Milli, habt ihr denn schon eine neue Wohnung gefunden? Nein, Frau Wawczynek. Wollt ihr hier Dauercamping machen? Klar, wir bestellen uns ein Zirkuszelt, da haben wir mehr Platz. Tatsächlich? Ist das unsere Post? Ja, die wollte ich gerade deiner Mutter bringen. Ich glaube, ich mache das besser. Hitze hier. Wem sagst du, dass eine Sauna ist, ein Kühlschrank dagegen? Warum arbeitest du eigentlich nicht draußen im Schatten? Na, warum wohl? Weil die Wawczynek andauernd neben mir steht und quatscht. Verstehe. Tante Gundula kann einem ganz schön auf den Keks gehen. Tante Gundula. Du, Mama, hier ist ein komischer Brief angekommen von einem Lothar Matthäus. Komisch, ich kenne nur einen Lothar Matthäus. Ein Notar, Schatz. Das ist ein... Wie soll ich dir das sagen? Das ist so eine Art Rechtsanwalt. Mhm. Was will der mich denn überraschen? Och, die alte Frau Kusenbeck ist gestorben. Kenn ich nicht. Die hat mal bei uns gegenüber gewohnt. Aber da warst du noch ganz klein. Ich habe manchmal für sie eingekauft und als sie im Krankenhaus lag, habe ich ihre alte Katze betreut. Das war so eine nette Frau. Und warum kenne ich die nicht? Naja, weil sie auf ihre alten Tage noch mal geheiratet hat. Dann ist sie weggezogen und naja, weiß ja, wie das ist. Und jetzt habe ich gar keinen Kontakt mehr. Schade. Und jetzt ist sie tot. Und ich bin ihre einzige Erbin. Cool, sind wir jetzt reich? Ach, Unsinn. Die alte Frau Kusenbeck, die war doch ganz bescheiden. Die hat ganz bescheiden gelebt. Aber da ist noch ihre alte Katze. Na, die nehmen wir auf jeden Fall.